demokratische Methode, wie schon gesagt, zuhören, stimulieren, gute Fragen stellen, ist auch in der Pädagogik eine hervorragende Methode. Bei uns gibt es überhaupt keine Vorlesungen mehr, schon seit vielen Jahren nicht. Es ist alles praxisorientiert. Nach unserem Vorbild ist zum Beispiel in unserem Hinterhof quasi das Olin College of Engineering entstanden, eine Ingenieurschule, wo sie auch die Vorlesungen abgeschafft hat, die nur Projekte hat. Vom ersten Semester an machen die Leute Projekte. Und dann lernen sie die Wissenschaft bei der Anwendung, wie man es braucht. Okay, ihr müsst jetzt mal was lernen, diesen Ablauf zu programmieren, das bringen wir euch jetzt bei. Und so baut sich das aus dem Baukasten stückweise auf. Und unser eigenes Curriculum ist im Grunde auch so ausgelegt. Also lässt sich was lernen aus der Geschichte? Ja, es gibt viele Methoden, mit Menschen umzugehen, Menschen zu organisieren, Menschen zu erziehen, Menschen zu beraten, Menschen zum Selbstdenken zu animieren. Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste. Also die älteren Methoden der Pädagogik, die haben wir mit dem Rohrstock gearbeitet. Man hat also zusammen was wiederholt, man hat im Chor einen Text vorgetragen, den man vorher auswendig gelernt hat. Also die Individualisierung, das Selbstdenken, auch das Provozieren des Lehrenden, das sind so Entwicklungen, die ich mit der Aufklärung assoziiere. Es ist kein Zufall, dass die ganze neue Pädagogik mit dem 18. Jahrhundert angefangen hat. Also die Betonung zum Beispiel auf die kindgerechte Erziehung, dass Kinder nicht nur kleine Erwachsene sind, sondern dass es da Entwicklungsphasen gibt. Oder dass zum Beispiel in den Beziehungen zwischen den, nehmen wir mal die Lehrer-Schüler-Beziehung, dass es da Machtgefälle gibt im Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, die auch missbraucht werden können. Ich würde genauso sagen, in der Beziehung zwischen dem Berater und dem zu Beratenden gibt es sicher auch Machtbeziehungen, über die man reflektieren kann. Wenn also dein erfahrener Entrepreneur dem Neuen sagt, das ist die einzige Methode, das zu machen, schon falsch. Das ist ganz klar. Also da würde ich dir sofort zustimmen. Niemand, der gründet, ist ein Typ, der sich von anderen sagen lassen will, wie es geht. Also die Rebellion gegen die blöden Chefs ist ein wichtiger Grund zu gründen. Also würde ich sagen, gute Gründerberatung ist eine, die immer von der Idee des Gründers ausgeht, von den Fragen des Gründers ausgeht und versucht, auf die einzugehen. Es gibt doch so ein Prinzip in der Politologie, von dem ich immer gehört habe, dass es sich über die Jahrtausende durchgesetzt hat, vor allem in den Klöstern, Beratungszwang und Entscheidungsfreiheit. Also sich beraten lassen, vor allem in dem Sinne, was Humboldt ja dann auch gesagt hat, viele Standpunkte anzuhören und dann aber selber entscheiden, was gilt für mich, wer bin ich, wo stehe ich. Ist das nicht ein Prinzip? Also es geht doch letztlich darum, etwas umzusetzen, was für den Markt taugt, aber auch mit mir als Person stimmig ist. Ich kann doch den Entrepreneur nicht aus der Verantwortung entlassen. Absolut. Er muss doch selber für sich die Instanz sein, zu sagen, was für ihn gilt. Ich würde nicht mal von Beratungszwang reden wollen. Ich meine, jeder muss dafür sich entscheiden, ob er beraten werden will, ob er es nötig hat. Manche haben es überhaupt nicht nötig. Die denken sich was aus, reden mit ihren Freunden, sammeln Geld an und schon geht's los. Also es gibt ja viele Beispiele dafür. Also Beratungszwang ist sowas wie Schulzwang. Funktioniert meistens, aber ist es nötig? Aber sollte, bleibt das Wort Beratungszwang da falsch, aber sollte man nicht möglichst viele verschiedene Sichtachsen legen auf sein Problem? Kommt darauf an, was das Problem ist. Ja klar. Also ich würde jedem Gründer raten, viele Meinungen einzuhören und sich dann die eigene zu bilden, das ist völlig klar. Sonst ist ja das ganze Prinzip der Gründung aus der eigenen Initiative, aus dem Selbstdenken ad absurdum geführt. Ne? Vielleicht zum Schluss noch ein Punkt. Im Moment macht das Design Thinking die Runde, als sei das der Königsweg, auf ein neues Konzept zu kommen. Hier steht Entrepreneurial Thinking. Ich rede immer von Entrepreneurial Design. Also Design schon in der Art, dass man sagt, praxisnah. Design hat ja immer den Anspruch, vom Nutzen her zu denken, praxisnah zu sein. Und sich ein Konzept auszudenken.
Das Design Thinking kommt ja aus den USA, Stanford, und wird jetzt hier in Deutschland auch eingeführt. I plead ignorance. Also das weiß ich nicht. Das musst du mir erklären, was genau das ist. Entrepreneurial Thinking kann ich dir erklären, Design Thinking nicht. Also ist der Anspruch, der, also das Hauptargument ist, an Probleme interdisziplinär heranzugehen, ja, Gruppen zu bilden, die möglichst vielfältig sind, ja, und zu versuchen, zu Problemlösungen zu kommen, die es vorher so nicht gab. Das ist ein guter Ansatz. Also dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen, ist aber nicht gerade neu. Also interdisziplinäres Denken, interdisziplinäre Problemlösung gibt es zum Beispiel bei Ingenieuren seit Generationen. Man hat ein Problem, man nimm mal an, es soll eine Brücke gebaut werden und da brauchst du Städteplaner, du brauchst die Nachbarschaft, durch die die Brücke gehen soll, du brauchst vielleicht noch den Konservator, also jemand, der historisch informiert ist. Du brauchst natürlich die Architekten, die Künstler, die Ingenieure, die Statiker und. Du hast ein Team und dann so entsteht es. So werden doch auch Autos gebaut, heutzutage Städte geplant, hofft man zumindest, wobei viele involviert sind. Also ich halte das für ein gutes Prinzip. Entrepreneurial Thinking, so wie wir das definieren, hat noch andere Elemente, die betonen eben das Individuelle. Also es ist optimistisch, es ist kreativ, es lässt sich nicht von Widerständen aufhalten, es kommt mit wenig Ressourcen aus, das große Ganze im Blick. Also ich habe noch 10 Thesen aufgestellt zu Entrepreneurial Thinking, die sind inzwischen sogar im Druck. Ich will sie nicht alle vortragen, aber das ist eher eine Einstellung. Entrepreneurial Thinking ist eine Einstellung, ich kann das, wir können das, wir finden die Mittel dazu, lass uns darüber nachdenken, wie wir das organisieren können, wie das zustande kommen kann. Die Konventionen, die Geschichte, die Faulheit, das sind alles keine Gründe, etwas nicht zu machen. Kant hat übrigens im berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung, den Finger auf die Wunde gelegt, er hat gesagt, es ist bloß die Denkfaulheit der Menschen, die uns davon abhält, zum Selbstdenken zu kommen. Er sieht aber auch ein, dass wir alle irgendwann denkvoll sind. Also optimistisch war er nicht, das war ein Appell. Aber ich denke, es ist ein Appell, dem man sich anschließen kann. Denkt für euch selber und es kommt was Gutes dabei raus. Das war ein gutes Schlusswort.